Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Westermann aus dem Cubter Tonstudio. Heute mal ein besonderes Video. Es geht um den Apple M1, sprich um das MacBook Air, Mac Mini und iMac. Genau. Und dann die mit den neuen Apple Silicon Prozessoren in Bezug auf Musikproduktion. Genau. Ich habe hier, ich betreibe den Tonstudio. Tim ist ein Azubi von uns. Wir haben beide so einen Laptop und wir erzählen dir heute mal, wie unsere Erfahrungen damit sind. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Danke, dass du dran geblieben bist. Heute reden wir also über den M1-Chip von Apple. Apple Silicon auch genannt. Genau. Vielleicht sollte ich vorher, es gibt 1000 Videos dazu, aber vielleicht einleitend 2, 3 Sachen dazu sagen. Grundsätzlich ist es so, es gibt diese Windows-PCs, genau wie auch die alten PCs, die waren in der sogenannten x86-Codierung, glaube ich. So war, hieß das. Das heißt, diese ganzen Programmiersprachen, sagen wir mal ganz einfach, die hatten eine bestimmte Sprache. Der Apple M1-Chip spricht jetzt eine neue Sprache, und zwar die Sprache, die auch dein iPad und die Handys sprechen. Da ist die Codiersprache ist ein bisschen anders. Die Zeilen, glaube ich, der einzelnen Codes sind kürzer. Im Genauen weiß ich es nicht, aber wichtig zu wissen ist, das Programm, was auf dem normalen Windows oder auf dem alten Mac lief, läuft nicht auf dem neuen Silicon einfach so, weil die Sprache eine andere ist. Dafür gibt es so Adapterprogramme und so, da reden wir gleich ein bisschen drüber. Aber deswegen ist es schon relevant, sich Gedanken zu machen, okay, ich möchte ein neues Notebook, okay, ich möchte ein MacBook. Möchte ich dann auch wirklich Apple Silicon haben? Weil unter Umständen laufen nicht alle Probleme. Und das ist auch da... Unter Umständen laufen nicht alle Programme. Weil das ist nämlich auch das Problem, was ausführlich im Internet überall diskutiert wird. M1 kaufen, ja oder nein, weil Programme nicht, vielleicht nicht funktionieren. Und darüber reden wir jetzt. Also, genau, wir haben beide so ein MacBook. Ich habe meins, das MacBook Air mit dem M1, jetzt vor ungefähr einem Jahr gekauft. Und du hast vor ein paar Monaten, 3, 4 Monaten oder so, auch so einen gekauft. Ja, 3, 4 Monate kommt gut hin. Genau, erstmal Specs. Ich habe den mit 16 GB gekauft und mit 1 Terabyte Festplatte. Ja, ich habe den auch genauso geholt. Genau, also in der Vollausstattung sozusagen. So kann man sagen. Weißt du noch, was du bezahlt hast? Ich, kann nicht. Ich habe das Cyberport-Abo mir ergaunert für 30 Euro halt monatlich und dann kann ich entscheiden danach 3 Jahre, ob ich dann ein neues MacBook haben will oder halt nicht. What? Echt jetzt? Für 30 Euro im Monat? Für 30 Euro monatlich. Ich glaube so 34,90 zahle ich halt im Monat dafür und stabil, ja. Oder? Ist auf jeden Fall geiler als diese Rent-to-Buy-Scheiße. Ja, genau. Da gibt es ja voll die Abzieherseiten, wo das ziemlich teuer ist. Okay, ich habe den gekauft und ich glaube so 1600 Euro. Bitte nagel mich nicht fest, 1600 Euro netto oder brutto, das kriege ich gerne durcheinander. Ich glaube 1,6 ungefähr. Ja, komm gut hin. So, kann auch sein, dass 1,4 netto und 1,6 mit Mehrwertsteuer, weiß nicht ganz genau, so ungefähr. Was habe ich, vielleicht aus meiner Sicht, ich habe bis jetzt relativ wenig Musik darauf produziert. Ich habe Ableton mal installiert, Cubase war da drauf, Studio One. Ich habe allerlei Sachen mal ausprobiert. Ich habe auch 1, 2 Mal Live-Recordings damit gemacht, also mal ein Konzert aufgenommen. Und habe da mal mitgearbeitet, aber ich arbeite tatsächlich überwiegend im Studio auf einem Windows-PC, womit wir erhebliche Probleme haben. Gerade in den letzten Jahren, das wird nicht weniger. Anderes Thema. Und wie ist das bei dir, Tim? Wie viel hast du damit schon Musik produziert? Ich habe damit schon auf jeden Fall einige Rap-Songs und halt auch teilweise größere Projekte auf den M1 laufen lassen können. Ich habe bestimmt schon über die 50 Rap-Songs damit schon produziert und aufgenommen und auch komplett halt gemischt über den M1. Und ich benutze halt auf dem M1 Laptop meistens FL Studio für Beatproduktion, Logic jetzt auch zum Recorden. Ja. Aber jetzt auf Logic auch, hast du jetzt vor kurzem erst gewechselt. Ja, da bin ich auch vor kurzem erst umgewechselt, weil das ja halt nativ auf M1 läuft und sonst arbeite ich auch normal auf Cubase und das läuft halt nur unter Rosetta. Das Übersetzungsprogramm von dem M1-Chip. Genau. Und ja, also ich habe damit auf jeden Fall schon eine Menge gemacht. Ja, also für mich ist ja, oder die große Frage, die diskutiert wird, wie ich auch in der Einleitung schon gesagt habe, ist, kann man wechseln, beziehungsweise kann man, ist das jetzt ein guter Deal, sich jetzt so ein Notebook zu kaufen? Man muss vielleicht nochmal ganz kurz dafür auch nochmal auf die technische Seite, also was revolutionär an diesem Ding ist, ist halt, okay, neben den technischen Sachen, eigener Apple-Prozessor, bla 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 bla.
Da ist einiges revolutionär, aber was für dich als End-User wirklich revolutionär ist, ist, in diesem Gerät befinden sich keine sich bewegenden Teile. Es ist kein Lüfter drin, keine Festplatte dreht sich, nicht irgendwelche Kühler oder irgendwas. Das heißt, das Gerät muss nicht gewartet werden. Und da ist quasi nichts dran, was kaputt gehen kann. Alles, was da drin ist, ist tatsächlich nur so eine kleine Platine, wo alle Komponenten drauf sind. Das heißt, wenn die kaputt ist, ist wahrscheinlich ein Totalschaden. Aber das ist, glaube ich, eher wie so eine Casio-Uhr zu sehen aus den 80ern. Die läuft heute auch noch. Vielleicht musst du mal eine neue Batterie da reinbauen. Aber ansonsten läuft der Scheiß. Und genauso würde ich das auch bestätigen. Also der Akku hält sacklange, Alter. Der hält einfach mal alle 2 Wochen, muss ich den aufladen. Du hast das ja vorhin schon mal gesagt, wenn du... Du hast 4 Stunden im Zug damit und da voll hast irgendwie Mucke produziert und Beats gemacht und das hält der Akku. Ja, ich hatte auch mal eine etwas längere Session gehabt mit einem Kollegen von mir aus außerhalb und der war erstaunt halt, weil er auch ein MacBook noch unter Intel halt hatte, ja, wie krass lange halt der M1 laufen konnte im Volllast. Ja. Und das kann ich auch nur genauso bestätigen. Ich habe vorher auf dem Windows-Rechner mit einem Dual-Core-Prozessor halt produziert. Ja, okay, so kompletter, ja, Fehlgriff halt. Ja. Und ich finde es halt erstaunlich, dass trotzdem, obwohl es trotzdem kein Kühler halt gibt, der Laptop gar nicht, überhaupt nicht mal warm wird. So. Das, ja, ist sehr, doch, absurd. Ich habe es ein bisschen gemerkt. Ich habe ja mal Adobe-Programme installiert, Adobe Premiere, und habe da auch mal irgendwie mal 3 Videodateien reingezogen, ein bisschen. Und du merkst schon von unten, dass der ein bisschen warm wird. Klar, aber halt mega wenig. Wenn du halt ein altes MacBook Pro hattest mit dem dicken Intel, der Lüfter ist so laut, da kannst du in dem gleichen Raum nicht mehr aufnehmen. Also keine Musik aufnehmen. Und das Teil wird halt richtig heiß. Du kannst dich fast daran verbrennen. So, ne? Gerade hinten, unten und an der Oberseite, wo die Lautsprecher sind, über dem Keyboard, wird das sau heiß. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ganz genau. Also, welche Erfahrung hast du denn damit gemacht? Also, du hast ja, als du Cubase das erste Mal installiert hast, ging das einfach so? Weil Cubase ist noch nicht native da drauf. Also, ich hatte vorher die 10.5 Pro-Version, ja, gehabt von Cubase und die konnte ich nicht auf den Apple M1 laufen lassen. Auch nicht mit Rosetta? Auch nicht mit Rosetta. Ich hatte da voll die großen Probleme gehabt. Dann bin ich halt auf die 11er-Version umgestiegen, ja, auf die 11er Pro. Ja. Und dann konnte ich es halt mit Rosetta halt laufen lassen. Für meine Zwecke, weil hauptsächlich recorde ich ja Rap-Songs damit und mixe ich die auch, hat es voll auch mit Rosetta komplett ausgereicht. Ja. Würde ich auch, glaube ich, so sehen. Es ist ja so, es wird halt, wie gesagt, im Internet wird das viel diskutiert, machen ja, nein. Oft ist der Tenor, wartet immer noch ein Jahr oder zwei. Aber wenn du dir halt jetzt ein Notebook kaufen willst und du halt nicht unbedingt ganz speziell zum Beispiel auf die 3 Plugins von Waves angewiesen bist, die noch nicht gehen. Oder es gibt halt viele Kompatibilitätslisten, aber wenn du da nicht so festgenagelt bist oder wenn du sowieso mit Logic Mucke aufnimmst, dann würde ich sagen, Alter, kauf das, weil besser wird es nicht mehr. Preis-Leistung ist so gut, du kriegst so ein geiles Display dazu. Oder selbst wenn du den Mac Mini kaufst, ich kenne mehrere Studiobetreiber und gibt es auch einige auf YouTube zu finden, die tatsächlich ihre normalen Studiorechner und zum Teil die großen Mac Pros, also nicht aus der letzten Serie, nicht diese Käsereibe, sondern die Mülltonne, die jetzt ersetzt haben gegen so ein Apple M1 Mac Mini. Und das ist halt so ein kleines Teil, der kostet 800 Euro und ersetzt dann einen 6000 Euro PC. So, da muss man nicht viel nachdenken und dann muss man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass 1-2 Plugins vielleicht nicht gehen, aber das ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Ich habe heute Morgen haben wir darüber noch gesprochen und heute kam auch der Newsletter, dass zum Beispiel Ableton Live jetzt native darauf läuft. Die haben eine Beta-Version. Adobe ist, glaube ich, habe ich vor ein paar Wochen schon gelesen, dass die ganze Creative Cloud, glaube ich, alles. Logic läuft ja sowieso. Ja, Logic sowieso. FL Studio läuft ja, genau, auch native. Cubase ist, glaube ich, noch nicht 100% native, ist noch, ja, über läuft Rosetta, halt nur über Rosetta. Aber da sind die auch bei. Das heißt, eigentlich ist das schon so ein No-Brainer. Das muss man eigentlich machen. Sehe ich so. Und aber ich muss dazu sagen, das ist mein erster Mac so. Ne? Ich habe mir, also ich bin zwar ein bisschen Apple-Fanboy, ich habe so eine Uhr und so Kopfhörer und ein Handy und so. Ja, mir geht's ja genauso. Wie gesagt, damals, als ich mir meinen Windows-Rechner zugelegt habe, habe ich nicht richtig viel Geld investiert, um damit Leistungsfähigkeit pro Audio Sachen halt zu verwenden. Und dann auf dem M1 umzusteigen und wenn dann schon einzelne Waves-Plugins nativ laufen. Ja, ja.
Und da halt Logic und FL Studio, das sind so alles, das ist so für mich komplett eine neue Welt gewesen, weil das so flott ging, auch ja, so zackig. Ja, ja. Auch zum Beispiel, dass Omnisphere direkt laden konnte. Der einzige Nachteil, so auch wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist und sich nicht und nicht das größte Budget halt hat, ist, dass man auf Mac halt schwerer Plugins cracken kann. Ja, das ist das einzige Problem, deswegen habe ich mir auch eine Horde an Plugins zugelegt, aber... True Story, ja, das habe ich auch gehört. Ich muss dazu sagen, also erstmal würde ich mir da kein Urteil drüber erlauben. Ich habe früher auch alle Plugins geklaut, also als ich noch nicht damit davon gelebt habe. Wie sollst du ja auch für 100.000 Euro Software kaufen, wenn du gerade anfängst? Ich glaube, das ist uns halbwegs geduldet von den Softwareherstellern. Mittlerweile ist natürlich alles 100% legal und wir geben mehrere tausend Euro im Jahr für Software aus. Das ist natürlich ein Argument, aber ich meine, wer das jetzt darauf aufbaut, sich das zurecht zu klauen, weiß ich auch nicht, da will ich nichts zu sagen. Aber wenn du dir die alle klaust, die Plugins, dann kauf dir besser keinen Mac. Ich glaube, so Sachen wie Waves und Verfilter wahrscheinlich. Verfilter ist, glaube ich, das einfachste zu cracken. Das ist der Programm nicht der Welt. Auf Mac, ich hab's ausprobiert. Nee, nicht auf Mac. Okay, alles klar, ich dachte, das sei so. Kann sein, dass das geht, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ist ein Argument, ja. Gut, dann würde ich jetzt noch so ein bisschen auf die Zukunft, den Ausblick kommen, beziehungsweise vielleicht auch die Skalierung. Also, es ist tatsächlich so, bei uns hier in Studio 1 haben wir ein i9-9900K, falls ihr das was sagt. Also das ist ein sehr großer Intel-Prozessor. Ist vor ein paar Jahren noch der beste, den man kaufen konnte. Mit ganz viel Arbeitsspeicher und superschnelle Festplatten und alles. Das ist ein Mörderrechner für 3.500-4.000 Euro. Wenn ich könnte, würde ich den auf der Stelle sofort mit einem Apple ersetzen. Sofort. Denn, weil einfach die Betriebssicherheit tatsächlich, das läuft besser, es läuft stabiler, es ist einfach performanter, schneller, es performt besser. Für uns ist das größte Problem, oder für mich persönlich, dass der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Im Moment gibt es die M1 nur mit 16 GB, 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Ja, genau. Und das schlicht und ergreifend zu wenig. Gerade wenn wir große Orchestrierungen machen, große Kontakt-Sessions anlegen, wo dann viele Streicher, Tim macht ja eher mehr Hip-Hop-Produktion, ich mache eher Pop, Rock-Produktion, sowas, auch viel so cineastische Dinge, Hans Zimmer, Mucke, sowas, wo ich dann eben mal 30 Spuren Streicher untereinander habe, alles Kontakt. Und wenn ich dann nicht meine 30 GB Arbeitsspeicher mindestens habe, dann wird es knapp. Deswegen haben wir im Studio jetzt noch nicht darauf gewechselt. Sobald er kommt, der Mac Mini M1 Pro, habe ich letztens mal gelesen, wurde irgendwo gelesen. Es sollten auf jeden Fall neue M1 Prozessoren, also X, den X1 ja, heißt der, glaube ich. Ne? M1X. M1X, ja, genau. Obviously, natürlich einfach ein X dahinter. Ja, genau. Die sollen kommen. Ich glaube, die haben mehr Prozessorleistung. Wobei ich gar nicht glaube, dass die Prozessorleistung ein großes Hindernis ist. Weiß ich nicht genau. Es sind jetzt ja, glaube ich, 6 Kerne oder so. Ja. Bei dem MacBook Air gibt es 7 Kerne, wo ein Kern nicht effizient halt läuft. Und bei dem MacBook Pro, das auch ein M1-Chip hat, laufen alle 8 Kerne und bei dem Mac Mini halt auch. Ja, genau, richtig. Und es ist auch, aber einer der Kerne ist ein Effizienzkern, nennen die das. Der braucht extrem wenig Strom, ist relativ niedrig getaktet zum Surfen und so. Ja, darum sagen die auch, du kannst mit dem Akku 12 Stunden lang Videos gucken. Ja, zum Beispiel, ich habe mal einen Test gesehen, mäßig, wo Leute, die alle Staffeln Rick und Morty am Stück durchgeguckt haben, und der mit einem Akku. Und das Laptop ist nicht mal leer gegangen. Ja, genau, richtig. Die Erfahrung habe ich auch. Und das liegt daran, weil der eine Kern Effizienzkern ist. Aber wenn du halt viel Leistung brauchst, dann gehen die anderen auch an. Aber es ist so 7 oder 8 Prozessorkerne sind da jetzt schon drin. Das heißt, Prozessorleistung ist kein Problem, sondern der Arbeitsspeicher, den kannst du nicht nachrüsten. Wie siehst du das denn mit der, wie nennt man das, Konnektivität? Das heißt, also mein MacBook Air hat genau 2 Thunderbolt 3 Anschlüsse. Und das war's. So, hast du da ein Problem mit? Ist das zu wenig? Ist das zu viel? Nervt dich das? Also persönlich habe ich kein Problem damit, da ich ja sowieso viel mit Adaptern arbeite, heißt auch, also ich habe so einen Adapter, was ich halt dazu stecken kann, dann habe ich auch 3 USB 3.0 Ports, ein HDMI Port und dann halt nochmal 2 Thunderbolt Ports. Das heißt, du hast auch so eine Breakout Box oder so eine Extension, so ein großer Adapter, wo mehrere Sachen. Ich finde das eigentlich ziemlich praktisch, aber wenn man zum Beispiel eine Soundkarte von Universal Audio benutzt oder die neue MK2 Version von dem ED4 Interface von Audient, die sind ja auch alle mit Thunderbolt angesteckt und dann sollte es überhaupt kein Problem sein, dann hast du einen Thunderbolt Stecker. Genau.
für das Interface und das andere halt zum Strom speisen, falls es wirklich halt aufgeladen werden muss. Ja, genau. Ich finde es auch, das ist ja so eine Philosophie von Mac. Und ich glaube, die gehen jetzt aber wieder in eine andere Richtung, dass die neuen MacBook Pro, habe ich gesehen, da soll auch wieder ein SD-Karten-Ding drin sein und der alte Stromstecker wieder, die haben sozusagen auf die Kunden gehört zum ersten Mal, seit es Apple geht. So soll das jetzt wieder passieren und dann auch mehrere USB-Anschlüsse, auch wieder normale. Ich muss auch sagen, dass diese Splitboxen, diese externen Kisten, ich finde es sogar eher praktisch, weil du kannst ja an der Splitbox Strom anschließen. Das heißt, du kannst Strom, Monitor, Keyboard, Maus anschließen, hast das zu Hause alles fertig stehen, nimmst nur den Laptop mit, stellst den Laptop, legst ihn dahin, schließt ihn an, dann springt deine ganze, alles springt an. Du hast sogar Netzwerkanschluss an diesen Breakout-Boxen. Und so hast du dann quasi überall deine Dockingstation, wo du willst. Dann kannst du bei der Arbeit und zu Hause das einrichten und nimmst nur noch den Rechner mit. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Ein Kabel dran, externe Festplatte, alles da drüber. Ja, finde ich eigentlich ganz praktisch. Finde ich auch praktisch, gerade wenn man auch öfters unterwegs ist zum Musikproduzieren. Ja. In verschiedenen Studios, wie ich es teilweise auch mache, kann man es einfach auch mitnehmen, ans Interface anschließen, ist Plug and Play, läuft alles direkt, muss man sich eben nur die Treiber installieren, dann läuft alles super. So. Genau. Und ja, wegen dem Arbeitsspeicher würde ich noch dazu ergänzen. So. Ich sehe das irgendwie zwiegespalten. Für meine Zwecke reichen auf jeden Fall die 16 GB Arbeitsspeicher voll aus. Also ich habe teilweise Rap-Songs aufgenommen bis zu 50, 60 Spuren, wo auch Beat und Vocal Recording und Mix und Mastering alles in einer Session stattgefunden hat. Und das hat er mit Links gepackt, also dem M1 MacBook so. So dass ich ohne Probleme irgendwie damit arbeiten könnte, die Befürchtung habe ich, wenn man schon abfängt, ab einer gewissen 100 Spurenanzahl zu produzieren und dann auf jeden Channel nochmal 10-mal Mix Rack und Pro Q und was auch immer drauf klatschen und dann am besten nochmal 20-mal die Abbey Road Platte und Fresh Air. Dann, also ganz normaler Mix von Daily Work. Genau. Ja, dann wird es knapp. Wobei das mit dem Arbeitsspeicher, glaube ich, weniger für die Plugins jetzt so relevant ist, sondern eher für die Sound Libraries, ne? Ja. Die ja dann in Echtzeit gespielt werden müssen und die Kontaktsachen, da wird immer relativ viel in den Arbeitsspeicher gelangt. Ist bei Plugins eher ein CPU-Thema und das kannst du ja mit der Latenz dann wieder regeln. Ja, aber alles in allem kann man, glaube ich, zusammenfassen. Ich würde jedem Musiker empfehlen, das zu kaufen. Ich krieg dafür jetzt ausnahmsweise mal gar nichts. Vielleicht gibt's auch, ich guck mal, ob ich einen Amazon Affiliate Link finde. Jetzt wird bestimmt gleich reingeschnitten. Ja, wir werden jetzt von Apple gesponsert. So war das letztes Mal Waves. Nee, Quatsch. Also ich kann das bedingungslos empfehlen. Ich finde Preis-Leistung ist super. Die ganze Haptik, auch das normale Arbeiten. Also ich mache ja darüber meine E-Mails, ich mache ganz viel Bürokram und so. Das ist mein mobiler Arbeitsrechner. Ist mega geil. Ich mag diese, dass das alles so snappy ist und schnell geht. Im Großen und Ganzen kann ich eine volle Empfehlung aussprechen. Wie würdest du das sagen? Abschließend würde ich sagen, so, wenn du sowieso in dem Apple-Ökosystem drin bist, wie wir beides natürlich sind, wir sind auch den Konsumopfer von Apple irgendwie verfallen, so, dann kann ich es auch ungeschränkt empfehlen, wenn du deine Plugins nicht crackst. Dann würde ich es dir auch uneingeschränkt empfehlen. Nice! Also alles in allem war das dann sozusagen ein Fan-Video von Leuten, die sich mit Musikproduktion auskennen. Wenn du dich dafür auch weiter interessierst, abonniere unbedingt den Kanal. Wir machen bestimmt auch noch mehr Apple-relevanten Content hier. Wir haben aber auch letztens erst neue Musik-PCs gebaut. Also falls du doch einen PC willst, gibt es ein Video hier verlinkt. Genau, hier gibt es jede Menge Tutorials und so. Wenn dir das Video gefallen hat, lass unbedingt einen Kommentar da. Daumen nach oben, das hilft uns total. Falls es nicht gefallen hat, drück einen Daumen nach unten und erklär dann erst recht, warum es dir nicht gefallen hat. Wir geben uns Mühe. Mein Name ist Dennis Westermann, mein Kollege Tim Zehner. Und bis bald hier im CubeTab Tonstudio und auf YouTube. Chicke, chicke, fresh. Folgt uns auf Instagram. Oh, folgt uns auf Instagram, bitch.